Die erste Hürde. Jurymitglied Berti und seine Zwickauer Assistentin Tattoo-Model Kim. Die Kandidaten müssen erstmal an diesen beiden Tattoo-Kennern vorbei. Die treffen jetzt an der Tür die wichtigste Vorentscheidung. Wer darf überhaupt rein? Oh, ein paar Sachen, die wir, wo ich jetzt schon weiß, die bei mehreren Entscheidern, die wir wieder wegschicken müssen, die sind wirklich zu derbe, zu großflächig. Ich sag mal, die Leute können sich freuen, da kommt noch echt ein bisschen was zur Sprache. Geil, also sag wirklich, Zwickau ist geil. Ja, Zwickau ist echt. Zwickau ist cool. Die verpfuschten Tattoos müssen innerhalb einer Sitzung von maximal 8 Stunden von den Tattoo-Profis zu retten sein. Und in Zwickau stoßen Berti und Kim auf ein Phänomen. Die meisten haben sich zu Hause auf der Couch tätowieren lassen. Aber sagen wir jetzt auch nicht wieder auf der Couch? Auf der Couch? Ist das eine Krankheit hier oder ist das... Das ist ein Zwickau-Wort. Also jeder Zweite ist, ja, jeder Zweite ist Zwickau so hier auf der Couch. Der Tür, ja. Okay. Ja? Gut. Wollen wir probieren? Super, ja. Ja? Couch. Mein Kind war ein bisschen sehr schwer. Ja. Das hat dann komplett meinen Bauch kaputt gemacht. Oh. Und demnach jetzt auch das Tattoo. Mhm. Aber jetzt ungewollte Schatten. Ja. Aber ich sag von vornherein, dass du die Chancen jetzt nicht so überwältigend sind. Okay. Ich würde sagen, willst du es wagen? Ja, na klar. Ja, na klar. Dann. Komm, komm. Danke. Hallo, ich bin Manja. Grüße dich. Ich hab ein Tattoo. Anna. Naja, dann, Anna, zeig mal. Hose runter. Anna. Lass mal die Hose runter. Ui, der Engel, der Teufel, Engel, mit dem Herz Teufel in sich. Mit aber es tut mir echt körperliche Schwierigkeiten bereiten. Tut beim Sitzen? Nee, so mental. Oh nein. Und los. Hi. Hallo. Hallöchen. Du bist die? Omi. Omi, hi. Ja, das ist das gute Nichtstück. Wie man sieht, ein Glücksbärchen schielt. Das sollte hier unten mal ein Glücksblatt werden, aber... Das komplette Ding? Das komplette Ding. Die Glücksbärchis bringen heute kein Glück. Das Tattoo ist einfach zu groß. Danke. Tschüss. Ciao. Stammfrage. Machen lassen vom professionellen Tätowierer? Nee. Nein, Kumpel? Ja. Couch? Ja. Die Damen ja. So, was ist denn? Komm runter. Was ist denn in Zwickau los? Hier wird doch größtenteils wirklich auf der Couch tätowiert mit Rolladennadeln, oder? Ja. Echt? Aber ich weiß davon nicht. Ich habe getrunken. Ah, okay. Du, aha, komm rein. Okay, danke. Couchy. Couch oder nicht Couch? Nicht Couch. Okay. So, okay. Was war Willi der Wurm? Willi der Wurm. Willi der Wurm. Willi der Wurm ist ganz schön dunkel, ne? Wollte mal getroffen werden. Willi der Wurm ist so ganz schön angenehm, ne? Du bist doch frei von dem, was draufkommt. Ja? Ja. Egal, gehst mit jeder Sache? Komm rein, schnell. Alles klar. Da haben die Sachsen mit Randy, Nancy und Mick ihre eigenen Star-Tätowierer. Und trotzdem tätowieren sie sich gegenseitig zu Hause auf der Couch. Macht viele gute Fälle für die drei. Ich habe schon so viele Leute gesehen, die ich auch schon tätowiert habe. Und hier sind bestimmt 5, 6 Leute, die meine Kunden sind. Die wollen jetzt meinen Scheiß weg haben. Davor hatte Nancy wirklich Angst, dass hier vielleicht Kunden aus ihrer Anfangszeit stehen. Doch Glück gehabt. Kein einziger Ex-Kunde ist da. Ich habe ein ganz schlimmes Tattoo. Nein, dann zeig her. Es ist im Tattoo-Studio gestochen worden. Es hat richtig viel Geld gekostet. Echt? Ja. Wirklich? Okay. Ja. Ich sag dir ehrlich, wie gesagt, sehen. Hab ich mir schon gedacht. Oh. Pass auf, mal. Oh nein. Du, okay. Okay. Oh. Ganz entspannt. Wir schauen, was wir machen können, okay? Ja? Ich wurde schon ausgelacht. Nein. Das wäre dann der nächste Tattoo. Komm, wir testen. Ich muss meine Hose dazu. Ja, dann. Kein Problem. Hose runter. Ach, oh Gott. Entschuldigung. Das sieht aus, als wenn jemand einmal Farbe ausgekippt hat. Ja. Lass es lasern und dann mach du das weg. Könnt ihr nicht einfach nur was Tolles das oben geht draufsetzen? Also einfach nur, dass man es oben drüber bloß nein, macht und es so hässlich lässt, wie es ist? Nee. Ganz ehrlich, du musst es sehen, es ist so dunkel, es ist ein riesen Farbfleck. Es ist einfach nur eine Sache, einmal nichts. Weißt du? Lass es lasern. Gut, danke. Danke fürs Kommen. Danke. Tschüss, Anna. Ciao. Also ihr dürft alles machen, aber das Wichtigste ist mir eigentlich der Schutzengel, weil der eigentlich für mein Kind steht. Aber das werden wir von der Zeit nicht schaffen, kleine. Echt nicht? Okay. Nein, nicht tun wir nicht. Okay, nicht. Ja, danke.
Danke. Danke. Dankeschön. Last but not least, Mademoiselle. Ich bin die Cleo. Cleo, hi. Hi, Cleo. Hi. Das hier. Professionell gemacht? Nee. Auf dem Sofa. Ein Bekannter hat es gemacht. Auf okay. Sofa, genau. Und ich war echt unendlich weh. Du bist die Letzte mit Sofa. Mit Sofa, dann. Hier.